Lass uns gehen um 20 vor 8. Revolverheld bei BR4, beziehungsweise Revolverheld, müssten wir ja sagen. Der Wolf ist zurück in Nordrhein-Westfalen. Am Niederrhein hat sich ja schon vor längerer Zeit eine Wölfin niedergelassen. Und auch in Ostwestfalen ist mittlerweile wohl eine Wölfin zu Hause. Seit gut einem Monat ist die Senne dort offiziell Wolfsgebiet. Gestern Abend gab es eine Infoveranstaltung dazu, was das denn eigentlich bedeutet. In der Senne hat die Wölfin schon ein paar Schafe gerissen. Auch zum Beispiel Hundebesitzer machen sich Sorgen. Deswegen war gut was los bei dieser Veranstaltung im Schloss Holterstubenrohr. Die meisten Besucher waren besorgt. Meine Meinung ist, der Wolf ist damals nicht umsonst ausgerottet worden und ich muss ihn nicht haben. Wir sind Schafhalter. Wir sind also auch sehr, sehr unsicher, was das uns bringt, wenn der Wolf jetzt zu uns kommt. Wenn die Probleme da sind, denke ich mal, sind die Nutztierhalter dann doch allein im Regen. Ne? Im Zweifel würde ich immer sagen, Gesundheit von Menschen geht vor, darüber müssen wir nicht reden. Und alles andere muss man abwägen. Ne? Oder lernen, wieder damit umzugehen. Bis vor 200 Jahren waren ja Wölfe in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland überhaupt was ganz Normales. Die freuen sich, dass er wieder da ist, der Wolf. Und er wird ja auch geschützt. Deswegen fördert das Land Nordrhein-Westfalen Elektrozäune und Herdenschutzhunde. Also anstatt auf den Wolf zu schießen, werden zum Beispiel Schafherden geschützt. Dazu dient das Wolfsgebiet, nur da gibt es Fördergeld. Wenn eine Region zum Wolfsgebiet erklärt wird, dann ist das also eigentlich gut, erklärt Matthias Kaiser vom Landesumweltamt. Auch wenn viele Tierhalter das erstmal nicht unbedingt so sehen. Man geht abends ins Bett und macht sich Sorgen um seine Tiere. Da geht es gar nicht so sehr um die Finanzen, sondern da geht es um persönliche Betroffenheiten. Trotzdem können wir nur den Ratschlag geben, wenn man jetzt die Herdenschutzmaßnahmen entsprechend umsetzt, dann hilft das tatsächlich, Nutztierübergriffe wirksam zu minimieren. Da kann man vielleicht ein bisschen beruhigter schlafen. Ja, damit die Tierhalter in der Senne in Ostwestfalen in Zukunft beruhigter schlafen können, gab es auch gestern Abend die Infoveranstaltung zum Wolfsgebiet, was da jetzt seit gut einem Monat ausgewiesen ist. Und in einer Stunde, da hören Sie bei uns einen Schäfer aus dem Ruhrgebiet und seine Meinung zum Wolf. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen.